was bisher geschah. Dann machen wir mal den Strom an, Lucas. Mann, was zum Teufel? Oh, Scheiße! Lucas! Und so geht es jetzt weiter bei den DLCs zu Resident Evil 7. Und damit ein herzliches Hallöchen hier zurück zu Resident Evil 7. Ich heiße euch wieder herzlich willkommen. Wir sind dem Ende wohl ganz nahe. Lucas hat hier seine Mähe schon abgeschickt zu den Connections oder zu den Führungskräften von den Connections, zu den Geschäftsführern. Denn Lucas war der leitende Forscher, der den E-Virus, den Evelyn ja befallen oder der Evelyn befallen hatte, der ihr diesen E-Virus injiziert hat. Und wir haben die ganze Geschichte jetzt aufgedeckt und sind natürlich jetzt auf der Suche nach Lucas. Oder beziehungsweise sind wir im Inter noch immer noch hinterher, denn der ist ja gerade vor uns geflohen, zumindest in der letzten Folge. Die Munition ist alle. Von daher. Wie zum Teufel bist du noch am Leben? Du solltest tot sein! Wir haben deine E-Mails. Wir wissen, dass du jemandem Infos gibst. Das geht dich verdammt nochmal nichts an, Chris. Viele Leute da draußen möchten etwas über unsere kleine Evie wissen. Viele Leute. Deine Freunde, die Connections, wissen davon? Die scheinen mir nicht von der persönlichen Sorte. Das ist meine Sache. Lass die meine Sorge sein. Du wirst alle Hände voll zu tun haben. Alter. What the fuck? Wir sollten ihn Leben zurückbringen, Junge. Ich nicht. Nein. Ich glaube es nicht. Glaub es. Es ist vorbei. Nein. Niemals. Halt's Maul und akzeptier's, Lucas. Oh, das wird dir gefallen, stark. Er hat sich auf dem Virus verpasst. Fühlt sich das also an? Wir haben hier unten ein Problem. Infektion bei kritischer Masse. Erzähl mir was Neues. Ich hab da etwas für dich. Du bist total am Arsch! Scheiße. Das ist anders. Nicht, dass ich das tue, seit wir hier sind. Hallo? Ach du Scheiße. Hä, der hat einfach nichts unternommen? Er hat den jetzt einfach da vor sich hin vegetieren lassen? Oh, fuck. What the fuck? Au. Oh, shit. Okay, das lief nicht gut. Scheiße, das wird ein schwerer Endkampf. Mutierter Lucas. Lucas' neuer Körper ist mit dicken Schimmelbelag überzogen, wodurch er praktisch kugelsicher ist. Nur sein Kopf scheint unterentwickelt, als ob der Schimmel... Oh nee, jetzt muss ich die ganzen Munition wieder sammeln. Och nee. Nee, doch nicht. Nein! Komm halt drauf. Wow. Scheiße. Ich hau mir gleich mal noch eine Spritze rein. Dann geht's mir wieder besser. Oh, shit. Aua, 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 komm schon, steh hoch. Okay, er flüchtet. Warum flüchtet er? Der hat auf einmal drei Köpfe, der Typ. Kann ich dem irgendwie...
Komm schon, halt drauf. What the fuck? Die Luftkontaminierung sprengt die Skala. Bring das Ding um, bevor die Luft ausgeht. Danke für den Ratschlag. Na toll. Shit! Was? Lass mich heilen! Was? Was? Das war ein One-Hit! Das war ein One-Hit-Wonder! Wie soll ich das denn bitte wissen? Ja, na klar. Starke Medizin gleich reinhauen. Ja, das sind die Nebenwirkungen, Junge. Die Luftkontaminierung sprengt die Skala. Bring das Ding um, bevor die Luft ausgeht. Danke für den Ratschlag. Sauerstoffversorgungsstation ist betriebsbereit. Komm schon, halt drauf! Hallo? Sauerstoff erschöpft. Bitte warten Sie, bis die Versorgung. Nein, 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 nein. Oh nein! Mann! Der lässt mich nicht mehr raus aus der Ecke. Ach, fick dich doch, Spiel. Jetzt fange ich wieder von vorne an, oder was? Oh, Alter, ist das mies. Ja, komm, jetzt fange ich wieder ganz... Alter, ne. Du musst es herkommen und alles verlassen. Gibt's doch nicht. Die Skala. Bring das Ding um, bevor dir die Luft ausgeht.
Danke für den Ratschlag. Sauerstoffversorgungsstation ist bereit. Ich bin gerade ruhiger, weil ich das einfach jetzt schaffen will, endlich. Scheiße. War klar. Wieder One-Hit. Ja, komm, ist klar. Ich hab keinen Bock mehr. So ein Dreck, Alter. Das war's. Ich bin raus. Das war die Folge. Ciao. Nee, hab echt keinen Bock mehr. Das ist gerade... Das ist einfach nur unfair gerade hier. Sorry, man kann es nicht abwehren. Das ist gerade, sorry. Ich bin da gerade ein bisschen sprachlos. Also da war der Kampf mit Evelyn cooler. Also, weiß nicht. Das ist gerade hier absolut für den Arsch. Finde ich gerade nicht schön. Das hat nichts damit zu tun, dass ich finde, dass ich schlecht spiele oder so, weil ich glaube, das mache ich nicht. Ich versuche mir hier eine gute Taktik zurechtzulegen, aber es funktioniert alles überhaupt gar nicht. Und das ist einfach... Das macht keinen Spaß. Sauerstoff erschöpft. Bitte warten Sie, bis die Reserven nachgefüllt wurden. Boah, hab ich ihn? Alter, ich war gerade so ruhig und angespannt, weil ich das Vieh einfach nur noch killen wollte. Alter. Du mieses Dreckschwein. Game over. Fast fertig. Wie halte ich sie auf? Du musst irgendwie.
irgendwie den Server runterfahren. Vielleicht gibt es irgendwelche Trafos, die du... Okay, hat geklappt. Das wird die IT-Leute aufregen, aber... Sollen sie doch heulen. Wie ist die Lage? Anlage ist gesäubert. Auch neue Varianten beseitigt. Dann bin ich hier raus. Außenwand aufgebaut und in Betrieb. Gut. Glaubst du, wir haben hier geholfen? Ihnen nicht, fürchte ich. Der Pilz ist eingedämmt. Hoffentlich sind Sie Ivys letzte Opfer. Hoffentlich. Chris, ein Anruf für dich. Du musst ihn im Lager annehmen. Okay. Bin auf dem Weg. Boah, das war also das natte Hero, ich bin kein Held, DLC von Resident Evil 7. Und das Ende, Leute, hat mich fertig gemacht. Das Ende war echt, also das Ende war schwer jetzt. Also ich fand wirklich, das Ende war wirklich, wirklich schwer. Alter, es gibt 10 antike Münzen, ich habe 4 gefunden. Das ist krass. Knapp 2 Stunden habe ich gebraucht, okay. Also nochmal zu dem Endkampf. Vielleicht habe ich mich auch doof angestellt, aber ich muss mich auch entschuldigen für meine Ausdrücke, die ich gerade eben verwendet habe. Aber ich war jetzt echt frustriert und habe deshalb auch beim letzten Versuch jetzt war ich so ruhig, weil ich einfach den nur fertig machen wollte. Und es hat zum Glück auch geklappt. Vielleicht habe ich mich ein bisschen doof angestellt. Ansonsten das mit den One-Hits, das fand ich einfach sowas von unfair, schon würde ich schon fast sagen. Also es war schwer, einfach nur wirklich schwer. Und ich habe auf normal gespielt. Ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich auf leicht gespielt hätte. Ansonsten, der war so an sich nicht schwer, aber dadurch, dass er diese One-Hits verwenden konnte, war es halt ziemlich doof. Gut, darüber hinaus war das DLC aber sehr, sehr cool. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es war halt mehr auf Action ausgelegt. Mit Horror hatte das wenig zu tun. Aber ich fand's cool, in der Haut von Chris zu stecken und man hat jetzt quasi auch erfahren, wie das alles mit Umbrella zusammenhängt, was Lucas eigentlich für eine Rolle in dem ganzen System hier gespielt hat und wie Evelyn zu dem geworden ist, also zu diesem pilzbefallenen Etwas, was sie dann schlussendlich im Hauptspiel war. Ich find's schön, dass diese ganzen Zusammenhänge so im Nachhinein in den DLCs rauskommen, find's aber wiederum auch sehr schade, dass man das über eine DLC-Politik machen muss und dass man nicht einfach sagen kann, man bringt so eine Sachen in die Hauptspiele mit rein. Ich meine, früher war das auch so und heutzutage verkauft sich alles über so ein DLC. Ich finde das ein bisschen fragwürdig. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, dass die DLCs allesamt ganz cool waren. Diese kleineren Minispiele mit Ethan Must Die und ich glaube der 55. Geburtstag von Jack. Das waren alles so Sachen, wo ich sagen muss, okay, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Aber so die Story-relevanten DLCs wie Not a Hero, wie End of Zoe oder auch wie Bennett-Footage-Material-Sachen, die waren sehr, sehr cool. Ja, das nur mal so als mein Fazit. Also Fazit, ich fand End of Zoe irgendwie cooler, weil es sich nicht ernst genommen hat. Fand ich trashmäßig einfach cool. Das hier war aber actionmäßig wieder sehr, sehr cool und einfach wieder mit Chris zu spielen, das hat mir eine Menge Spaß gemacht, deshalb ich finde die DLCs sehr, sehr gut. So, ich kann jetzt Schwierigkeitsgrad Profi spielen. Werde ich auf jeden Fall nicht tun. Das kann ich schon mal vorweg sagen. Kommt noch irgendwas oder... Nee, es kommt nichts mehr, okay. Dann bedanke ich mich, dass ihr reingeschalten habt zu dem DSC Not a Hero, kein Held. Und dass ihr mich treu begleitet habt. Falls euch das Spiel Resident Evil 7 gefallen hat und die dazugehörigen DSCs, in der Videobeschreibung sind alle Daten vorhanden, um euch, also damit ihr euch das Spiel auch kaufen könnt. Ansonsten würde ich mich sehr über ein Feedback von euch freuen zu dem Video, zu der Videoreihe. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns in einem der nächsten Projekte und in einem der nächsten Videos wieder. Ich bedanke mich fürs Reinschalten, hoffe ihr habt eine schöne Zeit und hoffe ihr habt noch eine schöne Zeit weiterhin mit mir. Ansonsten
bis bald und bis zum nächsten Mal. Tschüss, macht's gut, haut rein, ciao.